So, liebe Freunde, willkommen zu einer brandneuen Folge Mario Party 3. Wie komme ich auf 3? Nein, natürlich Mario Party 4. Wir sind in Folge 43 aber wieder zurück. Da ist eine 3 drinne. Beste Ausrede ever. Nee. Und heute werde ich eine neue Map starten. Denn das sind jetzt Folge 43 bis 48 nun. Die Voraufnahme für meine Schweden-Urlaubsreise. Denn die beginnt jetzt am Montag. Nee, Dienstag. Dem 15.04. glaube ich. Und ja, deswegen muss ich viel Vorabwurf nehmen und deswegen werde ich jetzt eine Runde mit 6 Folgen machen, in der ich 25 Runden spiele. Ich hoffe, das wird so funktionieren. Wenn nicht, dann bin ich am Arsch. So. Eine Map habe ich mir vorher auch schon ausgesucht oder überlegt auf jeden Fall, weil ich denke so, 25 Runden, da möchtest du eine Map zocken, die du gerne zockst sonst. Geht da ganz schnell mit der Lust in die Hose, weil ich bin es eigentlich nicht gewohnt, so extrem viele Folgen im Voraus aufzunehmen. Ich bin sonst nicht so der Vorabaufnehmer. Okay. Ja, okay. Nee, nicht okay. Geh mal weg mit den Regeln. Die kenne ich natürlich schon. So, ich werde auch wieder heute Hard-PCs wieder reinmachen, weil er hat Spaß gemacht. Beim letzten Mal waren sehr, sehr spannend. Und, ja, Mario oder Yoshis? Ach komm, wir nehmen So, wir nehmen wieder Mario mit, wieder auf schwer, wir nehmen ihn wieder mit auf schwer und wir nehmen heute mal den geldgeilen Fatty mit auf hart. Weil wir gehen heute in eine geldgeile Map, wir gehen nämlich ins Casino. Welche Party möchtest du gehen? So, die hatten wir jetzt ja schon normal, die hatten wir jetzt mit Azuka nochmal und die hatte ich jetzt schwer nochmal allein. Das heißt, es bleibt noch letztlich die Map hier übrig. Und Goombas Greedy Ghana ist auch noch und natürlich die Bowser-Map noch. Und dann muss man sagen, ist das LP ja auch schon wieder vorbei. Heißt, ich rechne so mit 55 Parts schätzungsweise. Mal sehen. Dann kann man nicht mal die Einstellung. Das ist okay so. Man hätte auch mal ein Duo machen können. Ich habe übrigens überlegt, auch mal Asuka nochmal einzuladen im Together und dann einfach hier mal so ein Two-Player-Mode zu machen, dass wir beide gegen schwere PCs spielen. Das wäre auch nochmal eine ziemlich interessante Sache. Wir hätten auch mal ein bisschen Abwechslung. So, alles okay. Let's go! Na dann geht's los, Mann! Der Glamour beginnt! Letzte Party! Ich hab gerade den Fetten gehört nebenbei. Voll geil! So. Und mir fällt gerade auf, ich muss dringend mir demnächst mal DX-Toy holen. Oder Backstory oder wie auch immer das ausspricht, das Programm. Ach ja, aber das ist ein not the problem. Hab ich muss gerade mal überlegt, man müsste das immer mal demnächst mal ausprobieren. Das soll besser als Trap sein, wenn man Multitonspuren aufnehmen will. Na egal! Also jetzt hätte ich gerne mal wieder ein bisschen was Besseres zum Würfeln. Willkommen in Gommas Glitterwelt. Lasst mich euch durch meine Neonwelt führen. Ja, du willst unser Geld. Kennen wir schon. Aber das ist doch nichts Neues, du geiler Sack. Ja. Jawoll. So geht das doch. Haut doch einfach richtig gut hinein. Der Yoshi fängt an. Oh yeah. Geil. Ba, 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 ba. Ja, Beatboxen für Anfänger. Nur 10 Münzen, oh yeah. Geld geil sein ist doch einfach cool. Als YouTuber wissen wir das ja alle. Also, ihr seid ja auch YouTuber in dem Sinne, dass ihr halt bloß keine Videos hochladet. Jeder ist YouTuber, jeder gehört zur Community dazu. Ein erster Stern von 20 Münzen. Kabam. So, ich würde gerne noch nicht so schnell so weit laufen, weil, naja, ich muss ja erstmal Geld sparen. Und in den Itemen, denn könnte man vielleicht mal machen, wenn jetzt noch mehr Leute vor mir herlaufen, würde sich vielleicht so ein Pilz mal lohnen. Warte mal, ich will mir die Karte mal angucken. Darf ich das? Darf man sich die Karte angucken? Yeah. So, wenn ich nach unten rechts komme, muss ich erst unten lang laufen, um letztlich dann hier zum Stern zu kommen. Na komm, wir kaufen einfach mal einen Maxi-Pilz. Wenn irgendwelche Leute vor mir herlaufen, kann ich es einfach plattmaken. Einfach mal so, ich bin heute mal, ein bisschen aggressiver spielen. Hi Fetty, wie geht's so? So, da haben wir schon mal unser erstes Opfer. Geil. Er steht nämlich gleich hinter mir. Vor mir ist doch geil da. Kauf dir ruhig ein Item, du Sack. Kauf dich einen Mini-Max-Hammer. Jo, erstmal sein ganzes Startkapital rausgegeben. Ich dachte, er ist ja für einen Pilz, weil er ist ja so Pilzfresse geil, aber gut, heute mal nicht. Die fette Sau. Ich wollte auch mal Lordi als dueller Gast einladen, aber da ist nicht so der übermäßige Party-Zocker. So, Luigi rettet sich, indem er ganz knapp auf meinem Feld stehen bleibt und nicht vor mich läuft. Clever, Mr. Grüner Klempner. Da kaufen sich die alle hier Maxi-Pilze.
Geil, Pilze. Du bist dein Bruder. So, jetzt für großer Mario. Wir haben uns alle das Item gekauft. Mach er jetzt hier den Quadro voll? Er würfelt nur 5 und er kriegt da auch die Art ein Item. Heißt, wir haben alle in der ersten Runde ein Item abgegrabbelt und Mario hat auch einen großen Pilz. Na toll. Das hat er natürlich am meisten vor sich, aber wir sind alle vor ihm dran. Und können den flüchten. Also er hat eigentlich den besten... Oh, Neues! Ja, geil! Manta-Ring, was ist das denn? Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Jetzt habe ich mich verschreckt verschluckt. Oh, das ist ein cooles Minispiel. Das hatten wir noch nicht. Oh, was für eine Schande. Da muss ich ja gleich mal mit dem Zeigefinger wackeln. Der obligatorische Moralapostel-Zeigefinger. Tauche durch die Ringe. Jeder Ring ist ein Punkt wert. Berührt dich ein Gegner, verlierst du Punkte. Terp. Bewegen, schwimmen, schnell drücken. Die goldenen Ringe sind 3 Punkte wert. Hol dir so viel wie möglich. Okay. Also quasi Button-Smashing. Ich muss versuchen, die Tastatur ein bisschen reinschieben kann. Dann kann ich nämlich unter dem Tisch Button-Smashen. Hört ihr nämlich meine Knöpfe nicht so laut? Ja, das ist mir doch wesentlich lieber. Außerdem kann ich auf meinem Schoß besser Button-Smashen. Ich quest meinen Controller quasi in den Schritt. Ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Schwimmen! Wie schnell muss ich hier schwimmen? Ach, ich bin ja... Stimmt, ich bin ja Yoshi, hab ich auf Mario geguckt. Hau ab, Mann, Luigi, du lernst, du alter Sack. Ah, ist das nicht schön? Guckt euch an, wie ihr hier aussieht. Das sieht aus. So, da ist ein... kack, Blooper, fuck you, Blooper. Schwut. They are no water here, Bloopers. Oh, geil! Yeah, Jackpot. Ja, hier noch mehr Ringe, geil. Schwut. Boah, ich hab gleich keinen Kraft mehr in den Finger, Alter. Yeah, schwimmen, okay. Yeah, geil. Yeah, schwimmen, geil. Boah, was? Hab den verpasst. Das ist doch mal richtig mies. So Leute, sieht doch gut aus. 29 gegen 5, 4 und 3. Das Minispiel ist einfach nur schön, weil einfach, ich finde, die Grafik in dem Spiel sieht sehr cool aus. Unter Wasser ist sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Ich spiele so ein einzelnes Minispiel. So, Yoshi rastet leer aus. So, jetzt kann ich auch meinen Controller wieder über die Bank legen. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz mal auf die Karte. Wir können den Fetten überrollen. Und müssen dann wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bezahlen, um da hinzukommen. Aber wir sind ja nicht sofort da. Von daher habe ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit, um Geld zu verdienen. Also wäre es gar nicht so schlimm. Ich nehme auf jeden Fall erstmal meinen Pilz und erstmal den Fetten. Erstmal. Warte mal, da hat er nur 3 Münzen. Scheiße. Das ist doch kacke, Mann. Ich sag dir, so war das doch nicht geplant. Warum hat er so viel Geld ausgegeben, der Ekelhafte? Ja, ich glaube, der wusste schon, was auf ihn zukommt. Trampack! Tschüss, Dicker! So. Hey, willkommen beim Roulette! Niemand weiß, was dich erwartet! Naja, für einen kleinen Obolus bringe ich dich da näher hin! Ja. Ich hoffe, 10 Münzen reichen. Ja, 50-50 würde ich sagen. Oh, komm schon, bitte! Hey, ich starte das Roulette, Mann! Oh, 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 oh! Komm schon! Ja! Jawoll! Jackpotto! Ganz knapp über das Feld rüber. Schade. Oh nein, jetzt habe ich meine Münzen verloren. Jetzt habe ich keine 10 mehr. Oh, wenn ich das Minispiel jetzt gewinne, habe ich nur 18. Scheiße. Warte mal, ich glaube, wenn man das Würfelspiel macht, dann kriegt man immer noch 10 Münzen, wenn man gewinnt. Aber das ist sowieso so ein Ding, das kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich da verliere, verliere ich da halt. So, Fatty, was ist mit dir? Der will nicht, der hat gar kein Geld zum Gamen und kommt auf Grün. Und Grün ist ja immer das Los zurück quasi. Und er darf sich beamen, der Fette. Na toll. Ja, natürlich kommt er zu mir. Der ekelhafte Sack. Mann, Fetti, Mann, du gehst mir richtig auf den Sack. Ich will es natürlich auch erstmal wissen. So, aber er hat nicht so viel Geld, was er investieren könnte. Ich wüsste gern, wie die Chancen da stehen. Also wenn er sagt 50-50, dann denke ich mir so, aber... Sind ja die 51% auf die anderen 3 Felder aufgeteilt? Naja, das weiß man nicht so genau. Aber wenn er zu uns kommt, dann dürfte das ganz schön wehtun, weil dann habe ich gar kein Geld mehr. Oh. Nee, auch er will kein Glücks...
Naja, ich gehe auf die Nummer sicher. Aber wenn du dich wild lässt, also das Roulette, Mann. So, warte. Überall 25% Chance. Und er darf sich aussuchen, kriegt aber 20 Münzen. Luigi ist wieder mal ein ekliger Dreckslacker. Hehehe, deine Mutter ist hehehe. So, da jetzt natürlich leider einen großen Pilz hat und noch immer leider Schritte übrig hat, und zwar ganz schön viele, denke ich mir so, oh, oh, nein, nein, nein! Okay, das sind dann restlich Münzen auch dahin. Luigi, du alte fette Hamster hatte. Der Hamster hatte, genau, Hamster hatte, wollte ich eigentlich sagen, aber egal. Oh, girl. Das lief ja mal richtig scheiße. Ich habe mein ganzes Grundkapital verloren, ich habe kein Geld mehr. Ist er einfach nur stundengemein. Ja, jetzt kommt Mario auch noch hinterher. Der will jetzt auch noch Geld abzocken. Ich glaube, der kommt gar nicht so weit. Nee. Der hat's verkackt. So, mal gucken, wo er hinkommt. Da hat Luigi einfach mal einen von diesen vier Feldern erwischt. Das Quote ja auch noch nicht so groß. Es gibt ja immerhin 16 Felder, ne? Ein Viertel ungefähr. Oh, er will 10 Münzen geben, um in die richtige Richtung zu kommen. Er will auch in unsere Richtung. Meine, letztendlich hat sich eigentlich wieder bei Rot eingefunden. So, Mario hat's verkackt, der hat 2 Münzen bezahlt und kam nicht in die richtige Richtung. Ach, ist doch mies. Er freut sich trotzdem. Na gut, dann. Oh, alle gegen mich. Na, hoffentlich ein Spiel, weil ich gewinnen kann. Okay, ich darf wieder alleine rumlaufen. Wenn ich gewinne, kriege ich 10 Münzen. Und wenn ich dann beim Würfeln auch noch 10 Münzen kriege, habe ich ja trotzdem genug Geld, um den Stern zu kaufen. Ich werde mal sehen, Mann. 45 Sekunden ausweichen. Bewegen, Alter. Sollte nicht so schwer sein. Es sind zwar Hard-PCs, aber die sind ja trotzdem immer ziemlich langsam. Also wenn ich schön aufpasse und pay a little bit attention, dann sollte das eigentlich nicht so das Problem werden. Jetzt kommt wieder Denglisch wieder aus mir raus irgendwie. So, los, Don Corleone, schmeiß Bananen! Schmeiß Bananen und lass sie ausrutschen. Wow, 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 wow. Zwipska. Ganz schön schnell. Wow, Alter! Der Affe freut sich. Ich glaube, ich habe die restliche Zeit hier hinten noch. Bin ich safe. Jo. Okay, der wollte noch eine Banane schmeißen. Aber braucht er gar nicht. Die Motorik bricht instant zusammen. Diesen einfachen Letzten. Ich weiß jetzt schon, dass wieder von einer lieben Abonnentin wieder ein Kommentar kommen wird bezüglich meines Quietschu-Geräusches. Der arme Freund, der hat mir schon im Stream erzählt, ich habe seine Freundin damit angesteckt. Oh Gott, tut mir leid. Aber warum mögen alle das Geräusch so sehr? Azuka sagt das auch immer. Naja, vielleicht ist das irgendwie so ein Geräusch, was irgendwie Frau total toll findet, keine Ahnung. Einbauen, Knopf und so, so über eine 10 müsste ich dafür, eine 10 müsste ich dafür machen. Ach du Scheiße. Ja gut, Quote nicht sehr hoch, würde ich sagen. Ja, eine 3, wow. Das ist quasi überhaupt nichts, einfach fies. So, jetzt kann natürlich Luigi noch. Ja, jetzt kommt er damit auch noch, Alter. Bestimmt erwischt es wieder mal mich. Nee, auf Luigi. Er macht ihn klein. Ja gut, ob er das mal bringt, weiß ich auch nicht. Aber er würfelt selbst eine 8 und rennt dadurch vorne in Richtung des Sterns. Aber wenn er gewinnt und den Minispielstern, also jetzt Minispiel nächste Runde gewinnt. Oh. Ja gut, das wird es schwierig werden. Er hat's verkackt. Ja, du musst nach Hause, du Arsch. Ausgeschissen. Das ist doch voll fies. Der Fette kommt geil drauf klar. Aber er darf immer noch seine restlichen Schritte laufen. Das ist wie mein Monopoly hier. Zieh über Start ohne Geld einzunehmen und geh in den Knast. So, er macht nur eine 1. Na gut, aber ich habe nächste Runde nochmal eine Chance. Aber Luigi häuft weiter gefährlich viel Geld an. Nicht gut für mich. Nein. So, Mario, diesmal nicht so der Stecher hier. Eher der Becher. Der Becher mit dem Becher. So, na komm schon. Hol dir gute Items. Ein Maxi-Pelz. Du, alle gegen alle.
Ich krieg hier gleich voll die Ralle. Power Coup. Da könnte der Fette locker auf 10 Münzen kommen und sich nächste Runde den Stern holen. Scheiße! Das find ich nicht so gut. Verarsch mich doch nicht. So wieder einmal ein bisschen hier Wii Sports Resort, hier Fallschirmspringen. Ja, da bin ich immer noch dran, wie Swim. Hui. Bloß, dass wir hier mit dem Luftballon rausspringen. Der ist ein bisschen lebenslos. Ich würde nicht nur mit dem bekackten Hügel im Luftballon irgendwo da so weit runterspringen. Aber hey, gut, das soll ja den überlassen sein. Aber Geld einsnacken. Geld einsnacken, ja, das ist doch gut. Gib mir ganz viel Geld, ihr Lutscher. Wow. Nein, gib mir Säckelspäckelches. Lass mich in Ruhe. Paff. Geil. In die Fresse, Mann. Hau ab. Fetter Mann. Lass mich doch in Ruhe, du Sack. Hast du mir echt den Geldbeutel gestohlen, die dumme dicke Sau? Alle haben ganz viel Geld. Außer Luigi, der hat nur 10, aber auch das ist immer noch ein guter Schnitt. Das ist zwar schön für mich, aber ist auch... Der Fette halt. Das Käse reicht aber nicht aus, sehe ich gerade. Ich dachte, er hat irgendwie... Warte mal, 10... Ach nee, als er nicht geschafft, er ist zurückgeblieben worden. Stimmt ja. Aber Luigi bleibt mir nach wie vor eine Konkurrenz. Jetzt brauche ich immer noch das Minispiel gewinnen und ich muss über eine 6 würfeln. Da sind die Quoten immer noch nicht die besten, aber ich werde es versuchen. Boing, über eine 6. Was ist so schwer an über einer 6? Naja gut, ich habe aber noch die Hoffnung, dass Luigi nicht genug würfelt, denn er braucht immer noch über eine 7 und er muss das Minispiel gewinnen. Aber erstmal gucken, ob ich überhaupt gewinnen kann. Na? Oh, wie fies! Oh, wie gemein! Ja, fuck you! Ha, so geht das! Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Trick beim Würfel. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trick ist oder ob ich mir einfach jetzt gerade verdammt 4 Schweinehunde Glück hatte. Oh, ich krieg so eine Pizza zu. Geil. Einfach mal, wenn die 10 kommt, sieht man, weil es eine zweistellige Zahl ist. Die hebt sich ja stark von den anderen einzahligen Ziffern ab. Und dann sollte man einfach mal warten, wenn man eine ganze Weile mal auf dem Würfel keine 10 gesehen hat, dann drückt man ziemlich spät und hofft, jetzt müsste ja bald wieder mal die 10 auf dem Würfel erscheinen. Das ist so eine reine, ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und hat anscheinend geklappt für den Moment. Muss wahrscheinlich immer klappen, aber wenn man halt eine 10 braucht, kann man es mal versuchen. Bong, der macht erstmal eine 1 und holt sich einen weiteren Pilz zum Futtern. Der Dicke nimmt sich zu viele Pilze rein. So, was ist mit Luigi jetzt? Er macht auf jeden Fall auch nicht genug. Er bleibt 2 Felder davor stehen und die Frage ist auch überhaupt, ob er das Minispiel gewinnen wird. Muss immerhin nicht sein, man kann ja auch schief gehen. Ne, Digga? Und? Was macht Dumba? Eine 7, okay, das... Ja, für die Computer ist anscheinend zu übertreffen. Ja, der kriegt da ganz locker hin. Ja, ja, Luigi, der ist hier mal schon echt mal ein Gegner, wo ich sage, yo, not bad, bro. Du, good game, oder well played, oder whatever. So, Mario, denkst du so, ja gut, ich hab einfach mal Bock, weit zu laufen, weil da oben ist ja auch gerade das Ding, was mich nach Hause schickt, damit ich an die Stelle wieder zurückkomme oder sterbe. So, verstehe ich schon wieder irgendwie nicht. Vor allem ist auch niemand vor ihm, den er überlaufen könnte und ihm 10 Münzen stehlen könnte. Nee, gut, vor allem muss ich das auch nicht verstehen, da wird schon irgendeine tiefgründige Strategie hinterstecken, aber... Oh, oh nein, warum jetzt? Ich hab eh nicht so viel, naja, geht einfach. 40 Münzen, also wenn ich den 20er verliere, bin ich immer noch gut dabei, ne? Battle Games sind einfach nur richtig geil. Einfach geil. Einen Zwacken! Okay, mehr wäre auch schlecht für mich gewesen, aber es ist sehr viel im Pop, muss man sagen. 75 Münzen. Das ist ja mal fast wirklich der komplette Pensum. Und es gibt... Oh, Gott sei Dank, Alter. Hui, das war echt mal knapp. Kein Bock auf dieses Hunde-Burn-Spiel. Weder mag ich Hunde, noch mag ich mir den Arsch abgefackelt zu bekommen. War das nicht gerade der komische Geier aus Super Mario 64? Der die Mütze klaut? Das ist ja mal voll cool. Max, oder Insider Nintendo baut ja massig Easter Eggs in seine Spiele ein. Easter Eggs, die teilweise gar keinen Sinn geben. Wie einfach mal die Pikmin in Pikmin 2, wenn man 20 von jeder Sorte dabei hat, einfach mal die Melodie von Luigi's Mansion spielen zu lassen. Oder auch wenn auf Time Warp im Schloss von Zelda einfach mal Mario-Bilder aufgehängt sind. Das ist sogar da wie Random Shit, wo ich mir so denke, yo, we're all playing game. Oh, ich stürze auch ab. Das ist ja mal was Seltenes. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich bin der erste Mario. Fick dich. Du blöder Sack.
Denkt sich Mario so, jetzt muss er erstmal durchstarten. Jetzt weiß ich, warum er den großen Wurf hat. Aber bestimmt geplant. Und dann musste er dafür eine 11 würfeln. Und eine 11 ist immerhin nicht... Also, ohne großen Filter hätte er nicht genug gehabt, um dieses Battle Game auszulösen. Also, genau das sein Plan. Hat er immer so gute Würfelkünste, dass er einfach sagen konnte, ich würfel mit magischen Kräften 11 und mache ein Battle Game, um mir selbst 2 Münzen zu verdienen. Ja, gut. Ja, wenn er Spaß dran hat, ne? 2 Münzen, hey. Ach nee, hat er nicht mal 20 Münzen. Also, sogar welche 5 oder 4 Münzen gewonnen. So, ich muss mit Luigi zocken. Der hat ziemlich viel Geld verloren hat. Und wir müssen rechts oder links hier dieses komische Button-Smashing-Game mit dem Schiff da zocken. Aber das ist noch ein Problem. Denn Button-Smashing werde ich von nun an hier unterm Tisch. Ja, ja, alles wird hier unter einer Decke verarbeitet. Also halt, nee, Moment hört sich falsch an. Nicht missinterpretieren, Freunde. So, wissen wir mal bei mir A und B. Für Essen. Ich muss kurz erstmal gucken. Schneller, Mann! Ich bin schneller als wir. Komm schon! Noch ein bisschen schneller. Aha, verkackt. Voll verkackt. Komm schon, you can do it! Oh, knappe Soße, Alter. 28 Sekunden, nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als die Computer. Tja. Ich weiß, Luigi hat ja auch noch so viel Geld, aber... Hey, er hat gerade 20 verloren, ob ich mir 10 zurückgebe oder nicht, oder im Pickenplatz eine Bockwurst, ist ja letztlich scheißegal. Ich habe schon wieder 83 Münzen und habe damit schon wieder den guten Konkurrenzpunkt gesetzt für einen Münzstern. Very good! So, die haben übrigens in den Comments gepostet, danke erstmal dafür, dass anscheinend dass die Kampf-Minispiel-Münzen, die man gewinnt, nicht in den Minispielstern einfließen. So, und ich weiß nicht, welche Runde sind wir? That's what I want to know. Wir sind in Runde 5, Leute. Und wie gesagt, ich habe ja vor, 6 Parts draus zu machen. Ne? Also wir haben jetzt 4 Runden um. Beim nächsten Mal werde ich dann bei Runde 9. Muss ich gucken, bei Runde 9. 5, 9, 13, 17, 21, 25. Und dann Ende. Habe ich 6 Folgen. Ja, das müsste so hinkommen, Leute. Ich weiß ja nicht, wie lange die Folgen werden. Das ist immer unterschiedlich, ne? Wie viele Battle Games man hat. Je nachdem, wie viele Zwischensequenzen kommen, Nebenminispiele, irgendwelche Ereignisse, wie lange halt ich brauche zum Würfeln oder auf die Karte zu gucken. Ist immer unterschiedlich. Ich hoffe, die Folgen sind trotzdem lang genug, aber es ist, glaube ich, besser immer noch, als wenn gar keine Folge kommt, während ich in Schweden bin. Und in dem Sinne danke ich heute vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin wieder mal unser Motto. Also macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao.